Du kennst sie, diese Frau, wegen der du manchmal keinen klaren Gedanken fassen kannst. Möchtest du dich endlich gut genug für sie fühlen? Möchtest du das Selbstvertrauen, einfach auf sie zuzugehen, so dass sie dich genauso verliebt anschaut wie du sie? Aber wie soll das gehen? Ich bin nun mal einfach schüchtern. Gut so. Mit dir stimmt alles. Was ist, wenn ich dir sage, dass du als schüchterner Mann für Frauen immer und immer attraktiver wirst? Dazu musst du nur auf diese eine Sache achten, über die fast niemand redet. Und du schaffst es vielleicht bald schon, dass sie mit einem Lächeln im Gesicht neben dir einschläft. Mein Name ist Andy Friday und hier lernst du, Frauen zu verführen, mehr Erfahrungen zu sammeln und entlang der Reise die richtige zu erobern. Ohne ein Arsch zu werden, ohne dich zu verstellen oder dass du dich dafür schämen musst. Wenn du jetzt noch nicht abonniert hast, dann tu das jetzt und drück auf die Glocke, wenn du regelmäßige Tipps bekommen möchtest. Habe ich das gerade wirklich laut gesagt? Wir werden als schüchterne Männer immer attraktiver, wenn du ein Mann mit Herz bist. Ja, aber ständig erzählen mir doch alle, dass ich Kante zeigen muss, dass ich nicht männlich genug bin und dass sie nur richtige Alphas mag. Stopp! Warum sind wir überhaupt hier? Was ist der Grund, wieso du dir ein Video über das Flirten lernen, Frauen ansprechen oder Frauen kennenlernen überhaupt anschaust? Dieser Kanal ist für Männer mit Tiefe. Seit fucking tausenden von Jahren erobern Männer mit Herz die Frauen, die sie lieben. Wir sind die Kinder dieser zahllosen Generationen. Alle Generationen vor uns wussten, wie sie eine Frau kennenlernen, mit ihr schlafen und eine Familie gründen können. Jede einzelne Generation deiner Vorfahren hat das hinbekommen. Du bist das Produkt aus Millionen von Jahren. Und jetzt wollen wir auf eine Stimme hören, die uns sagt, dass wir nicht gut genug sind? Wollen wir auf Medien oder andere Menschen hören, die uns sagen, dass wir noch nicht bereit dazu sind, dass wir noch nicht Alpha genug sein, um eine Frau kennenzulernen, sie zu verführen und sie glücklich zu machen? Wirklich? Bullshit! Und wenn wir irgendwann einmal alt und runzlig sind, werden wir irgendwann einen Ratschlag für die junge Generation haben. Und der Satz, den wir unseren Kindern oder Enkeln vielleicht mal sagen werden, ist: Schüchternheit ist nicht der Feind. Vertrödel deine Zeit nicht mit Zweifeln. Ich habe so lange gezweifelt, bevor ich mich mal getraut habe. Du bist schon perfekt. Dir fehlt nichts. Finde die Frau, die du magst und sag es ihr. Irgendwann wirst du es sowieso tun. Werde jetzt der Mann, der schon lange in dir steckt. Genau das erkennen die Männer in meinem Coaching. Viele von den Männern, die sich hier auf das kostenlose Erstgespräch bewerben, sich dann informieren und dann dazu entscheiden, mit mir ein Coaching zu machen, erfahren es dann. Erst vor kurzem hat Alex, ein ganz normaler Kerl, schüchtern wie wir alle, der zuerst ins Coaching gekommen ist und nach ein paar Wochen dann gelernt hat, wie viel Attraktivität eigentlich in ihm steckt, eine Frau auf der Straße gesehen, die ihm den Atem verschlagen hat. Weißt du was? Er ist umgedreht und hat sie einfach angesprochen. Und jetzt erlebt er spontane Dates, über die er ganz stolz berichtet. Ich hatte halt vorgeschlagen, wir holen uns einen Kaffee und gehen spazieren. Ja, habe ich ihre Hand genommen, sie hat es zugelassen. Dann sind wir Händchen halten durch die Stadt gelaufen, noch ein bisschen spazieren gegangen, hatten halt gute Gespräche. Da habe ich sie spontan geküsst, hat sie jetzt auch nichts dagegen gehabt. Da ist dann halt mehr draus geworden. Sind wir noch bei dir im Schlafzimmer gelandet und ja, das ging dann halt ungefähr bis 1 oder 1:30 heute Nacht. Ja, ey, das war auf jeden Fall verdammt lustig, ne? War sie direkt hier in der Ecke bei ihren Eltern zu Besuch. Ja, und dann ist sie mir über den Weg gelaufen. Ne? Das war vor einigen Wochen noch undenkbar. Musst du dafür flirten lernen? Naja, nicht wirklich. Flirten ist nur eine logische Konsequenz, wenn zwei Menschen sich mögen und selbstbewusst genug sind, auch dazu zu stehen. Klar bringe ich dir auch das Flirten bei, aber darum geht es nicht. Es geht um diese tiefe Verbindung, zu der du als schüchterner Mann erst recht fähig bist. Würdest du gerne zu ihr hingehen, sie erobern, sie verführen, glücklich werden mit ihr? Dann tu es. Warum werden schüchterne Männer immer attraktiver? Weil wir älter werden. Und mit jedem Jahr realisieren wir eine Sache mehr und mehr. Frauen stehen auf Intellekt. Frauen suchen nicht den Macho Alpha. Schöne und intelligente Frauen warten nur darauf, dass wir sie endlich ansprechen. Schüchternheit hat nichts mit Mut zu tun. Auch wir Schüchternen können einer Angst ins Gesicht blicken und ein paar Sekunden länger mutig sein als vielleicht der laute, arrogante Schwätzer. Denn er traut sich vielleicht nur, die Frauen anzusprechen, die leicht zu haben sind.
die kein Selbstbewusstsein haben, die ebenfalls noch verletzt sind und sich nicht trauen, auf ihr Herz zu hören. Aber die Frauen, die wir wollen, schöne und intelligente Frauen mit Herz, die stehen nicht auf ihn. Mutig können wir auch sein. Und mit der Zeit wirst du feststellen, dass Frauen den Mann, der in dir steckt, ebenfalls schon längst lieben. Klick hier und bewirb dich jetzt auf dein kostenloses Erstgespräch. Dann reden wir miteinander und ich zeige dir einen Leitfaden, mit dem du ganz genau wissen wirst, wie du sie eroberst und du wirst nicht mehr nur ihr Freund bleiben müssen.